Bibliocast, der Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn, bietet Einblicke in die Welt der Heilbronner Stadtbibliothek mit ihrem Umfeld. Interviews, Themen, Texte und Reportagen rund um Orte, Medien und Literatur. Folge 6. Wilhelm Waiblinger, ein Dichter aus Heilbronn. Wie du wunderst dich, Freund. Wieso urplötzlich ein Volk sich wochenlang wie toll, närrisch und albern beträgt. Oh mein Teurer, du irrest dich sehr. Schilt keinen, der heut sich auf dem Korso herum wie ein Besessener treibt. So erscheint mir am wahrsten der Mensch. Dies Karneval steht ihm. Aber das Schlimmere folgt, wenn er kein Mästchen mehr hat. Wilhelm Waiblinger wurde am 21. November 1804 in Heilbronn als Sohn eines Kammersekretärs und einer Pfarrerstochter geboren. Die Familie zog 1806 erst nach Stuttgart, 1817 nach Reutlingen. Der junge Wilhelm sollte Jura studieren. Zuvor aber gab man ihn im Alter von 15 Jahren in die Schreibstube des Oberamtsgerichts Urach. Aber frühreif und extrovertiert wie er war, hörte Waiblinger sich lieber nebenher Vorlesungen im theologischen Seminar an und sah sich schon als geborenen Poeten. Im Büro fand er es langweilig. Er wollte aufs Gymnasium und man ließ ihn. Einer seiner Lehrer dort war Gustav Schwab, mit dem er sein Leben lang in freundschaftlichem Kontakt blieb. Überhaupt hatte er scheinbar auch ein Talent fürs Freundschaftenschließen. Mit Eduard Mörike verband ihn für lange Jahre eine stabile Freundschaft, bis... Aber dazu später. Christian Martin Molnar ist der künstlerische Leiter des Theaterschiffs Heilbronn, auf dem im letzten Jahr aus Waiblingers Texten gelesen wurde. Was sagt er zum Thema Freundschaft in der Literatur, Netzwerkerei in der Kunst, gerade zu Zeiten Waiblingers? Dieser süddeutsche Raum ist ja tatsächlich in der Zeit auch ein, wie heißt es heute so schön, ein literarischer Hotspot gewesen. Also wir haben heute ja ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation, noch dazu mit den digitalen Medien. Und damals ist man halt hingereist. Wenn man jemanden kennenlernen wollte, hat man sich auf den Weg gemacht, um den zu treffen. Und dieses sich austauschen, sprechen miteinander, kennenlernen, war, glaube ich, auch für die eigene Entwicklung unglaublich wichtig. Also deshalb sind ja auch alle zu Goethe nach Weimar gereist, weil man eben den Gedanken oder diesen Menschen, den Austausch mit diesen Menschen machen wollte. Aber insgesamt war da auch eine größere Kontaktnahme und Auseinandersetzung, auch Streitigkeiten, der Wettstreit oder die Diskussion darüber. Das finde ich hochspannend, weil das macht was mit den Leuten. Das macht was mit dem Werk und das finde ich schade, dass das so nicht mehr stattfindet. Wer Künstler sein wollte, musste also geradezu gesellig sein. Langweilig allerdings fand Waiblinger wiederum das eigentlich ersehnte Studium. Seinem Freund Ludwig Uhland schreibt er: Das Studentenleben am Stift ist kahl, einförmig und farbenlos. Nur noch einen Freund habe ich, der Licht in meine Seele werfen kann. Damit meint Waiblinger Friedrich Hölderlin. Er sucht den kranken Dichter in seinem Turmzimmer auf, beide lesen sich aus ihren Werken vor, spielen gemeinsam Klavier, singen und freuen sich an dem sonnigen, warmen Sommer 1823. Dieser Wahnsinnige, wenn er in meinem Gartenhaus am Fenster sitzt, ist mir oft mehr, ist mir oft näher als Tausende, die bei Verstande sind. Später wird Hermann Hesse mit der Novelle Im Presselschen Gartenhaus dieser Bekanntschaft ein literarisches Denkmal setzen. In ihr schildert Hesse, wie die Theologiestudenten Waiblinger und Mörike den 53-jährigen Friedrich Hölderlin bei seiner Pflegefamilie abholen, um mit ihm zu dem titelgebenden Gartenhäuschen zu wandern. Waiblinger selbst analysiert das Schicksal Hölderlins in seiner 1828 erschienenen Schrift Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn. Es ist eine liebevoll traurige Schilderung des kranken Dichters. Der Schriftsteller Kurt Oesterle aus Oberroth schreibt im Vorwort einer erst vor einigen Jahren erschienenen Neuausgabe des Textes über ein zeitgenössisches Porträt Waiblingers. Modisch um mindestens anderthalb Jahrhunderte seiner Zeit voraus steht er da in längst gestreiften Clownshosen, einem zweischwänzigen Rock mit weit offenem Kragen samt Piratenhalstuch, einem Hut, der aussieht wie ein umgestülpter Blumentopf und... ja, sogar einer lächerlich großen und runden Sonnenbrille auf der Nase. Man wagt es kaum, sich diesen arg verfrühten Vorläufer der Beatniks auf den damaligen Straßen vorzustellen.
Ja, es ist auch das, was den Weiblinger umgetrieben hat, dass er sich eingesperrt gefühlt hat, gegängelt gefühlt hat, dass er raus musste, weg musste, ist ja auch ein Zeichen dafür. Man musste, wenn man leben will, musste man jetzt und sofort leben und sofort handeln. Weil die Zeit war so, dass die Ereignisse, die großen weltpolitischen Ereignisse haben sich ja auch geradezu überschlagen. Es sind ganz normale Mechanismen, wenn man leben wollte, wenn man was erreichen wollte, musste man es jetzt machen. Und das atmet dieser Weiblinger. Also er ist für mich da in dem Sinne jemand, wo man dieses Lebensgefühl, ich habe keine Zeit, ich muss sie nutzen, glaube ich, sehr gut studieren und nachvollziehen kann. Also das ist so, glaube ich, das, was ihn gegenüber vielen anderen unglaublich auszeichnet. Auch dieses Gefühl oder das Bewusstsein für Endlichkeit. Weiblinger erregte während seines Studiums mehrfach unliebsames Aufsehen. So durch die Beziehung zu der 5 Jahre älteren Julie Michaelis und verschiedene andere Affären. Er steht mit der Zeit auch mit seinen engsten Vertrauten im Streit. Selbst sein Freund Mörike distanziert sich von ihm. Ist Wilhelm Weiblinger ein Genie? Ein Enfant terrible? Einfach nur ein allzu sinnenfroher Wirrkopf? Ich will so lange auf dem Kopf stehen, bis ich wieder auf die Füße zu stehen komme. Die Tübinger Universität will ihn nicht mehr haben. Also nutzt er seine Kontakte zu Goethes Verleger Johann Friedrich Cotta und lässt sich von ihm die erste seiner Italienreisen bezahlen. Das Geld hat er allerdings schon kurz nach der Ankunft durchgebracht, also schreibt er, um zu überleben, Berichte und kleine Reportagen, die in verschiedenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften gedruckt werden. Schreiben muss er ja sowieso, er kann nicht anders. Und auch wandern muss er, wenn er getreulich reportieren will. Aber Weiblinger wandert gern. Das kommt ihm nun zugute. Er ist kein Kind von Traurigkeit und findet viel Gelegenheit, sich im liberalen Italien gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, darunter August von Platen, in allen Bereichen auszuleben. Von Weiblingers Freundin Nena Carlenzo heißt es, sie sei nichts weniger als eine Schönheit gewesen. Nur mit Talent bewaffnet, ohne sicheres Einkommen. Heute würde man sagen, so ins Ausland zu gehen, das ist gewagt. Das war es auch damals. Aber Weiblinger hat gern alles gewagt. Wollte er doch nichts anderes sein als Schriftsteller, Dichter, Autor. Er schreibt Dramen, Romane, Tagebücher, Novellen, Gedichte. Die Liste ist lang. Einzig Reisejournalist wollte er nicht unbedingt sein. Aber von etwas muss man schließlich leben. Und gerade in den Berichten aus Italien kommen seine detailbewusste Beobachtungsgabe und sein lebendiger Stil voll zur Geltung. Heute liegt vollständig vor, was Weiblinger verfasst hat. 5400 Seiten. Als hätte er gewusst, dass ihm nicht viel Zeit gegeben ist. Er hat ja doch trotz seiner wenigen Lebensjahre ganz schön viel geschrieben. Was mich interessiert, ist die genaue Beschreibung seiner Zeit. Es gibt so einen wunderbaren Einblick in die Welt, in der er gelebt hat. Und von dort aus wird es ihm interessant, also wenn wir ja anfangen, da querbeet gucken, Büchner, Schubert, das sind dann aus dem ganzen Umkreis von Schubert, die sind zum Großteil alle nicht älter geworden. Das waren halt Zeiten, in denen Hygiene und Gesundheit nicht so weit verbreitet waren. Woran der in Heilbronn geborene Wilhelm Weiblinger mit nur 25 Jahren am 17. Januar 1830 in der römischen Via Giulia stirbt, darin ist man sich nicht einig. Grippe, Tuberkulose, Syphilis, Lungenentzündung, Malaria, Entkräftung durch die strapaziösen Wanderungen, auch diese Liste ist lang. Ein Unglück kommt selten allein. Sein von ihm noch eilig eingesetzter Nachlassverwalter stirbt einige Wochen später ebenfalls. Lange hat sich daraufhin niemand um das literarische Erbe Weiblingers bemüht. Hölderlin selbst hat seinen jugendlichen Bewunderer um 13 Jahre überlebt. Peter Hertling lässt Wilhelm Weiblinger in dem 1987 erschienenen biografischen Roman Weiblingers Augen sagen: Ich gleiche euch nicht. Ich bin ein vorzeitig aus dem Nest gefallener Vogel. In Heilbronn erinnern heute an Wilhelm Weiblinger die Weiblingerstraße im Osten, im Süden das Wilhelm-Weiblinger-Haus, in dem der Stadtkreis Jugendring und das Popbüro ihren Sitz haben.
Mehrmals im Jahr wird von dort aus der Heilbronner Poetry Slam veranstaltet, bei dem unzensierte Wortkunst sinnenfroher junger Menschen an der Tagesordnung ist. Das hätte Wilhelm Waiblinger sicher gut gefallen. Sie hörten Bibliocast, den Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn. Mit den Stimmen von Christian Martin Molnar, Luis Schulz und Ingo Klopfer. Mit Musik von Giacchino Rossini und Johann Georg Heinrich Backofen. Musik Stefan Dittrich. Hier im Netz stadtbibliothek.heilborn.de.